Wir sind zurück beim Wechselbalg in Altdorf und hier sehen wir den großen Plan des Imperiums. Den werden wir heute umsetzen. Das könnte eine spannende Schlacht werden, vor allem, weil wir mit dem Wechselbalg jetzt nicht nur einen Dampfpanzer haben, sondern auch die Mutalite Wandelbestie in der Regiments of Renown Version. Damit wir diese Schlacht voll und ganz ausgeruht angehen können, müssen wir noch 2 Runden ausheilen. Das ist nicht so schlimm. Können wir gleich einmal machen und dann geht es hier gleich weiter. Wir spielen auf Legendär, das bedeutet, wir speichern nur, wenn es automatisch gespeichert wird. Das bedeutet, er hat hier die Bauprojekte nicht übernommen. Die machen wir nochmal, die stellen wir nochmal ein, damit wir das auch nochmal haben. Also einmal das Geld einbringende Gebäude, dann das Gebäude, was uns die Chance gibt, dass sich das Ganze hier ausbreiten kann. Und damit das nicht so schnell entdeckt wird, vielleicht noch ein Hof des Flüsterns. Dann würden wir sogar noch die Diplomatie mit dem Imperium vorantreiben. Ob wir das wirklich brauchen, ist die Frage. Ob das überhaupt noch zu retten ist, ist die andere Frage. Aber es geht mir eigentlich nur ums Nicht-Entdeckt-Werden. Hier hinten ist Imperator Karl Franz. Das wäre ein schönes Erlebnis, wenn er zurückkommt. Ein Gaumenschmaus für unsere Mutterlied Wandelbestien. Das würde mich sehr freuen. Und wir stellen natürlich nochmal die anderen Sachen ein, die anderen Bauprojekte. Also, wir haben sicherlich noch das eine oder andere einkommensbringende Gebäude, welches wir ausbauen können. Ich werde jetzt hier auch überall die Behausung des Vollstreckers reinmachen. Ich meine, das ist alles nicht so teuer. 1000 dafür, dass ich das ausbreiten kann, ist, glaube ich, definitiv verhandelbar. Das hätte ich jetzt gerne überall dort, wo wir es reinbringen können. Warum auch nicht? An manchen Orten ist es sicherlich nicht notwendig, aber wir nehmen das einfach mal mit und bauen das überall rein, wo wir nur können. Und dann haben wir auch an einigen Stellen die Möglichkeit, uns weiter auszubreiten. Und manchmal gibt es sicherlich auch einfach nur die Möglichkeit, Synergieeffekte mit anderen Regionen einzugehen, um die Wahrscheinlichkeit jedenfalls in der Gesamtheit zu erhöhen. Die Wahrscheinlichkeit pro Gebäude erhöht sich natürlich nicht. Aber in der Gesamtwahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass wir uns ausbreiten, wenn wir überall sowas haben. Weil wir dann zum Beispiel von, wenn wir Mordheim besetzen wollen, haben wir von Kugenheim 4%, von Niedling 4% und von Schloss Tempelhof 4% Wahrscheinlichkeit jede Runde, dass Mordheim eingenommen wird. Und diese 1000 haben wir mittlerweile übrig. Das tut uns nicht weh, das können wir gerne machen. Was uns auch nicht weh tut, ist einfach eine Runde weiterzugehen, damit wir nämlich gleich mal schauen können, ob sich unsere Leute ein bisschen heilen können und wir den großen Plan heute noch vollenden können. Der Wald der Finger, ein Setzling sprießt aus dem Boden eurer Gemächer, die Blätter schimmern golden und blau. Nach kaum 9 Stunden erreicht er schon die Decke und trägt seltsame Früchte, hunderte dürre, gespenstische Finger. Sie zucken im Einklang und tasten nach einem Ziel. Wir könnten sagen, sobald die körperlosen Finger sich schmerzfrei in die Augäpfel der feindlichen Soldaten krallen, vermögt ihr durch ihre Augen zu sehen. Es wird jedoch nicht leicht, diesen großen Magieakt zu verschleiern. 500 Gunst ist gar nichts und wir würden unseren Kampagnensichtfeld um 25% erhöhen, brauchen wir gerade ehrlich gesagt nicht. Finger in den Ohren. Lasst die Finger insgeheim die Kommandanten und Generäle eures Feindes ausfindig machen, sich durch ihre Ohren in ihre Gehirne graben und dort ihre Gedanken ganz neu schreiben. Diplomatische Beziehung plus 20 mit Legion des Chaos brauchen wir auch nicht, aber da brauchen wir nichts ausgeben und das Kampagnensichtfeld ist jetzt wirklich irrelevant, jedenfalls gerade. Aus diesem Grund nehmen wir das mal mit und verbessern hier einmal die Beziehung. Unser Wechselbalg muss noch eine Runde heilen und kann sehr gerne einmal kurz in die Plünderstellung wechseln, damit wir noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Ist nicht so, dass wir es gerade notwendig hätten, aber dann können wir das nochmal kurz mitnehmen. Denn die Armee kostet ja mittlerweile auch 4711. Aber es ist auch wirklich eine Elite-Armee, muss man dazu sagen. Es ist wirklich eine Elite-Armee geworden, mit der ich sehr, sehr zufrieden bin. Wirklich, bin sehr zufrieden mit dieser Armee. Das ist richtig cool geworden. Sehr glücklich. Das heißt auch, dass es gar nicht mehr so lange dauern wird, bis Yoda wieder am Start ist. Wir könnten sogar sagen, Yoda wird dann hier ausgebildet. Dann werden wir schauen, ob Yoda hier noch weiter rekrutieren kann in Flensburg und
Wurtbad. Hier sind ja auch die Gebäude entsprechend drin. Und dann könnte zum Beispiel Yoda nach Kislev rüberrennen und mal den Plan von Kislev angehen, während der Changeling, ihr habt es entschieden, nach Kathay gehen könnte. Das könnte cool sein. So oder so werden wir jetzt aber nochmal eine Runde warten müssen. Einfach aus dem Grund, damit der Wechselbalg voller Kraft in den großen Plan des Imperiums reinstarten kann. Richtig viele Gebäude wurden abgeschlossen. Das bedeutet, es lohnt sich definitiv nochmal ganz kurz durch die Provinzen durchzugehen und zu schauen, ob wir noch irgendwo was ausbauen wollen. Mancherorts könnten wir das überlegen, vielleicht auch gerade in Sufbar, damit wir hier relativ unentdeckt bleiben. Das wäre, glaube ich, ganz gut. In Eichenhammer haben wir alles, was wir haben wollen. In Middenland auch. Man könnte das natürlich auch upgraden, aber die Wahrscheinlichkeit, hier entdeckt zu werden, ist sowieso schon ein bisschen hoch. Wir bauen auch mal ein paar Höfe des Flüsterns rein. Einfach, damit wir nicht entdeckt werden. Ich glaube, das können wir uns auch leisten mittlerweile. Wir haben das Geld. Warum sollten wir uns das nicht leisten? Es gibt überhaupt gar keinen Grund. Gerade Zavastra wird sich anbieten, weil wir hier den Kult der Täuschung reinbauen. Ja komm, wir machen das. Wir brauchen zwar nicht die Verbesserung der Beziehung mit diesen ganzen Fraktionen. Das ist auch ganz klar, das brauchen wir nicht. Aber wir können das durchaus gerne mitnehmen, damit die Entdeckungsrate runtergeht. Ist einfach ein super, ja, eine super Möglichkeit, die Entdeckungsrate zu drücken. Warum sollten wir das nicht machen? Warum sollten wir es nicht machen? Sehr schön. Haben wir eine ganze Menge Geld ausgegeben? Ich glaube, es lohnt sich. Und jetzt können wir nämlich mit dem Wechselbalg erstmal wieder in die normale Position reingehen und jetzt in den großen Plan des Imperiums reingehen. Wir haben für Verwirrung gesorgt. Wir haben Vlad von Karstein getäuscht. Wir haben Zinsch-Korruption über die Lande der Vampirfürsten gebracht. Und Vlad ist nicht nur unser Verbündeter, sondern auch unsere Hülle mittlerweile. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben nicht nur Altdorf geplündert, sondern auch Festus besiegt. Wir gestalten das Imperium nach unseren Vorstellungen, nach Zinschs Vorstellung. Und der Wandler der Wege mag es gerne witzig. Aus diesem Grund werden wir heute nicht Vlad von Karstein mitnehmen als Form, sondern Imperator Karl Franz höchstpersönlich. Er wird in den Kampf ziehen gegen Boris Wüterich, Ernst von Korden, Dolph Schreiber und Alistair Wolf. Uns wird ein knapper Sieg vorher gesagt. Doch die Aufgabenschlachten sind immer anders, als wir denken. Dort passieren Dinge, die unvorhergesehen sind. Das heißt, dieser Gefechtsausgang hat erstmal gar nichts zu bedeuten bei einer solchen Schlacht. Beim großen Plan wissen wir noch nicht ganz genau, wie das abläuft. Ich gehe aber mal davon aus, dass es ähnlich ist wie mit den Aufgabenschlachten. Boris Wüterich, sogar ein legendärer Lord, der gegen uns zieht. Interessant. Und das Ganze auf Level 20, aber nur mit 3 Charakterfähigkeiten. Das heißt, Level 20 hat hier gar nicht so viel zu bedeuten. Er hat den Schenkelbeißer dabei. Mehr Nahkampfangriff, magische Angriffe, Waffenstärke plus 10%. Und er regeneriert Kämpfer. Alles klar. Ich glaube, es ist aber nur auf ihn bezogen, weil da steht keine Reichweite. Und der weiße Mantel des Ulrich mehr Rüstung. Und alle Feinde um ihn herum haben weniger Nahkampfangriff und eine geringere Geschwindigkeit. Das heißt, Boris sollten wir relativ schnell rausbekommen. Das kriegen wir hin. Wir führen das Gefecht mit dem Wechselbalg, mit der Fraktion der Täuscher unter der Führung des Wandlers der Wege. Denn wir haben unserem Herrn Zinsch zu beweisen, dass der große Plan des Imperiums ganz schön verzwickt sein wird. Nun, da ein imperiales Gipfeltreffen bevorsteht, stürzt sich der Wechselbalg auf die Gelegenheit, um die Samen der Zwietracht im Imperium zu sehen.
in der Form des Imperators. Nachdem er den Abgeordneten von Altdorf hereingelegt hat, damit dieser zu spät kommt, haben die Streitkräfte Sinch die Gelegenheit, die anderen Abgeordneten an ihrem Treffpunkt in einen Hinterhalt zu locken, ohne dass sich die Streitkräfte Altdorfs einmischen. Sobald ihre Anführer fliehen, werden sie keine andere Wahl haben, als sich Sinch zu unterwerfen. Und da haben wir das Gipfeltreffen. Hier ist das Gipfeltreffen. Da stehen sie. Die verschiedenen Fraktionen. Und wir haben sogar einen Kriegswagen dabei. Bogenschützen, Streitwegen in Form des Kriegswagens, Raketenlafetten. Okay, also ein paar Sachen, die wir auch schnell wegbekommen müssen. Dann stellen wir uns mal auf. Bei dem großen Plan des Imperiums. Und wir stellen uns natürlich jetzt gestaffelt auf. Das ist klar. Das brauchen wir gerade auch. Schön gestaffelt. So, das ist wichtig. Dann haben wir natürlich Helebardiere. Die kommen schön überall so ein bisschen mit dazwischen, damit sie dann auch ein wenig beim Feind anrichten können. Dann haben wir hier unsere Fernkämpfer. Die werden wir hier gestaffelt mit reinweben. Wie Zinsch einst das Schicksal gewoben hat. So. So sollte das passen. Dann haben wir noch die erhabenen Feuerdämonen. Die kommen hier mit rein. Dann haben wir hier Eson, der Gefallene. Eine ganz besondere Mutalid-Wandelbestie. Hier sehen wir noch meine gesamten Pracht. Stark. Bockstark. Und haben noch weitere natürlich. Ihn haben wir. Und ihn haben wir schön breit aufstellen. Dann haben wir noch einen Dampfpanzer. Der kommt hier mit hin. Ihr kennt alle den Dampfpanzer, aber ich zeige ihn euch auch nochmal. Hier ist der Dampfpanzer. Umso cooler, dass man mit Dampfpanzer und in der Gestalt vom Imperator Karl Franz gegen das Imperium losmarschieren, nachdem wir hier ein Gipfeltreffen gefaked haben. Dann haben wir hier die Ritter der Opferung. Die brauchen wir relativ weit vorne. Ihr seid Steuergruppe 3. Wechselbalg. Kommt auch vorne mit hin. Und ihr alle seid Steuergruppe 1. So marschiert ihr gleich nach vorne. Gefecht starten. Und wir gehen nach vorne. Es ist Zeit, die Falle zuschnappen zu lassen. Das kriegen wir hin. Das sollten wir hinbekommen. Das ist Gipfeltreffen. Die Falle wird zuschnappen. Aber sowas von. Das wird richtig, richtig großartig. Und natürlich der Wechselbalg in der Form von Imperator Karl Franz. Das ist ja sowas von klar. Kein Gipfeltreffen des Imperiums ohne den Imperator höchst selbst. So. Wir wurden noch nicht gesehen. Außer der Dampfpanzer. Aber da sollten Sie sich eigentlich keine Sorgen machen, denn so ein Dampfpanzer ist ja eigentlich ganz normal. Wir sehen, wir haben ganz schön viel Nebel. Also im Imperium ist es ganz normal, dass sie auch Dampfpanzer rumfahren. Und wir kommen aus dem Nebel raus. Noch sehen sie uns immer noch nicht. Das ist richtig gut. Ritter des Sonnenordens, Pistoliere. Beide sehr, sehr unangenehm. Und jetzt werden hier die Ritter des Untergangs gesehen. Sehr, sehr cool. Und die können gleich hier einmal ein bisschen bombardieren. Die können hier gleich mal ein bisschen bombardieren.
Gucken uns gleich an, dass wir hier eine gute Lösung haben. Hier haben wir eine gute Lösung. Haben auch schon einiges weggemacht. Sehr gut. Einige Pistoliere am Start. Steuergruppe 1 greift mal an. Steuergruppe 3 fliegt hier hinten mal so ein bisschen rum und versucht den Feind ein wenig aus dem Konzept zu jagen. Und vor allem hier die gesamte Schlachtreihe auseinanderzubringen. Das ist gut. Hier sind Hilibardiere, die sind aber sehr stark angeschlagen. Und dann können wir hier auch mal den Kettenfluch einsetzen. Und zwar auf diese Hilibardiere hier. Sehr schön. Weitermachen, weitermachen. Der Kriegswagen wird jetzt hier angegriffen. So muss es sein. Die Mutterlied Wandelbeste hat auch richtig Spaß dran. Sehr, sehr schön. Also, das sieht alles sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Der Dampfpanzer ist auch hier hinten mit drin. Unsere Leute gehen nach vorne, unsere Fernkämpfer sind am Start. Karl Franz ist am Start. Geht schön in seine Fähigkeiten rein. Und kann mal so Richtung, ein bisschen Richtung Boris Wüterich gehen. Ritter des Untergangs, den geht es auch immer noch gut, interessanterweise. Kümmern sich mal um die Pistoliere. Und hier gibt es anscheinend Verstärkungsarmeen, die dazukommen. So ein bisschen aufpassen. Verstärkungsarmeen sind natürlich immer grenzwertig. Hier kämpft ein erhabener Feuerdämon gegen Alistair Wolf. Ja, der will eigentlich auch nicht im Nahkampf sein, von daher passt das. Kriegt ihr das hier hin? Jawohl. Jawohl, das kriegt ihr sehr gut hin sogar. Das sieht gut aus. Hier hinten kommen Verstärkungseinheiten. Müssen wir mal ganz kurz darauf achten, dass es uns hier nicht zerreißt. Dann müssen wir auf jeden Fall einmal auf die Freischärle-Miliz rauf, weil wir da gerade keine Antwort finden. Nicht unwichtig. Wie weit die einfach schießen können, das ist großartig. Das sieht so cool aus. So, und ihr geht hier einfach rauf. Was haben wir hier? Ritter des Imperiums. Ja, das ist ein Kampf, den wir hier eigentlich nicht so wollen. Mit euch. Jetzt ziehen wir mal eine Mutterlied Wandelbestie ab. Oder zwei sogar. Weil wir wollen hier nicht mit unseren Schwertkämpfern gegen die Ritter des Imperiums kämpfen. Die können gerne kurz binden gehen. Das war's aber auch. Das war's aber auch. Da kann man die ja Dampfpanzer reinfahren. Und hier versuchen wir mal vorzudringen, vorzumarschieren. Ja, sehr gut. Ihr flieht auch. Passt alles, passt alles. Ihr bleibt hier stehen und sucht euch den Feind aus, den ihr haben wollt. Ritter des Imperiums. Ne, Pistoliere. Die Pistoliere holen wir uns. Plänkler-Kavallerie immer ein Problem. Immer super nervig. Ernst von Kolden wird auch einmal kurz gedebufft und angegriffen von Imperator Karl Franz. Demigreifenritter. Uah. Mit Hilibarden? Nein. Doch. Ekelhaft. Ekelhafte Angelegenheit. Das wir auf jeden Fall gleich vorziehen ein bisschen oder ein Stück weit. Sag mal, komm Leute. Marschiert mal vor. Ritter des Untergangs holen sich mal hier hinten die Bogenschützen. Beziehungsweise können sie auch gerne mal rüberfliegen. Das sollte ja schon reichen. Es hat nicht gereicht, weil einer schon unten ist, können wir keine Bomben setzen. Ja, dann geht runter. Dann geht runter. Okay, das sieht aber gut aus. Ich sehe hier keine Einheit, die auch nur im Ansatz Probleme hätte. Noch nicht einmal im Ansatz. Das läuft hier wirklich gerade sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Auch Boris von Wüterich ist hier gerade am Abhauen. Dieses Gipfeltreffen haben wir gut unterbrochen. Haben wir gut eingefädelt. Mit des Imperiums bekommen ein bisschen mit unseren Fernkämpfern zu tun. Diese Fernkämpfer hier hinten haben ein Problem, denn die Schwertkämpfer sind am Start. Da könnten jetzt vielleicht die Ritter des Imperiums nochmal kurz unterstützen. Ich meine, die können sich auch im Nahkampf verteidigen.
Ah, wir haben auch Außerkorne hier. Nee, dann brauchen die gar nicht unterstützen. Die Elebadiere wären noch mal ein schönes Ziel. Die wären noch mal ein schönes Ziel. Ja, wunderbar. Das hat funktioniert. Das hat geklappt. Wir haben hier hinten noch ein Zorn des Imperators, ein Dampfpanzer. Haben wir auch noch mal gemeinschaftlich raufgehen, gerade auch mit den Elebadieren. Besonders wichtig. Diese Schwertkämpfer halten sich besser gegen die Ritter des Imperiums, als ich gedacht hätte. Weil die sind wirklich nicht prädestiniert für diesen Kampf. Aber es funktioniert soweit und das reicht mir. Manchmal reicht es ja auch einfach nur, den Feind zu binden, so lange wie es nur geht, zurückzuhalten, bis wir dann halt mit den anderen Einheiten rankommen können. Und das reicht dann auch vollkommen. Das reicht dann auch vollkommen. Und da sollten wir es jetzt haben. Wo ist noch eine Einheit, die nicht geflohen ist? Keine mehr da. Entscheidender Sieg. Das war der große Plan des Imperiums. Ich muss sagen, das war ein schlechter Plan des Imperiums. Wir haben insgesamt 7 Verluste. 7. Der Feind 380, 440, 640, 840, 900. Der Feind um und bei 1080 Verluste. Wir 7. Wir haben noch nicht mal 1080 aufgestellt. Sehr stark. Und da haben teilweise unsere Außerkornen, okay, es sind Außerkorne, dürfen wir nicht vergessen, aber die haben teilweise mit Kavallerie gekämpft. Ritter des Untergangs mit 189 Punkten oder Toten, die Anführer hier in dieser Schlacht, sehr, sehr stark. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, die sind halt auch wirklich sehr, sehr Micromanagement anfällig. Da muss man wirklich viel drauf aufpassen. Aber ich glaube, die haben sich gut genug bewährt, dass die auch hier drin bleiben in der Armee. Die sollten drin bleiben. Wir brauchen später noch einen Platz für Eckhold Hellbrass. Ich weiß noch nicht, wer weichen muss dafür. Aber Eckhold Hellbrass sollte auf jeden Fall noch mit rein. In diese Armee. Und oder mit zu Yoda. Und hier kommen die blauen Gelehrten rein. Ah, wobei wir werden uns hier auch oft in Magier verwandeln, denke ich mal. Nee, Eckhold Hellbrass finde ich hier besser. Yoda bekommt dann die blauen Gelehrten. Passt ja auch vom Aussehen so ein bisschen. Und wir holen uns hier die Gunst. Denn wir brauchen hier definitiv nicht die Verstärkung mitnehmen. Sehr stark, der erste große Plan ist damit vollendet. Rebellischer Krieger. Während sich die Kurfürsten gegen ihren Kaiser auflehnen, plündern aufsässige Söldner die Grenzregionen nach Vorräten. Es sollte nicht allzu schwer sein, ein paar Kultisten in ihre Reihen zu schleusen. Ihr müsst nur entscheiden, wo sie eingesetzt werden sollen. Wir könnten 3 Schwindlerkultisten in Kislev herbeirufen. 3 Schwindlerkultisten in den Ländern der Finsternis. Ja. Oder sowohl in Kislev als auch in den Ländern der Finsternis. Also, wir hatten ja überlegt. Ob wir mit Yoda dann nach Kislev gehen. Das würde sich tatsächlich lohnen, dann jetzt hier schon mal die ersten einzusetzen, um die ersten Regionen da schon mal einzunehmen. Ich glaube, das würde sich wirklich lohnen. Während sich die Kurfürsten gegen ihren Kaiser auflehnen, plündern aufsässige Söldner die Grenzregion nach Vorräten. Ja, Norska und Kislev, würde ich sagen. 3 Schwindlerkultisten in Kislev. Und der Wechselball geht dann ganz kurz hier rüber zu den blauen Gelehrten. Und dann gehen wir mit dem Wechselball hier rüber zum Riss und dann nach Cathay. Und Yoda kommt dann, sollte sich bald auch finanziell einsetzen lassen. Und Yoda wird sich dann darum kümmern, entsprechend Kislev zu übernehmen. Ruft 3 Schwindlerkultisten in Kislev herbei. Und da sehen wir es. Like
Ein ungeladener Gast. Die innere Stabilität eines Imperiums ist ein fragiles Kartenhaus. Durch einen einfachen, aber heimtückischen Plan ist dieses Land in einen Bürgerkrieg versunken. Für den Wechselbalg ein wahres Spektakel, das die Auseinandersetzung mit den kleinlichen Sterblichen durchaus wert war. Sehr cool, hat mir gut gefallen. Neue Form erhalten, Boris Wüterich. Auch das gefällt mir richtig gut. Legendäres Söldnerregiment freigeschaltet, der goldene Greif der Theurgie, Herrscher des Wandels. Interessiert mich tatsächlich nicht beim Wechselbalg. Den holen wir uns auch für den lieben Yoda. Echo Tabras kommt auch als Form hinzu. Für den Wechselbalg, ich hätte ihn aber gerne als Helden mit dabei. Wir bekommen eine runenverzierte Klinge. Wechselbalg, oh Wechselbalg. Möchtest du ein Mentor werden? Der Charakter teilt 15% der gesammelten Erfahrung mit anderen aktiven Kommandanten. Finde ich gar nicht verkehrt, dann könnten wir Yoda noch schneller hochziehen. Oder wir gehen auf die Zauber. Wir sind bereits Level 30. Lass uns erstmal auf die Zauber gehen. Yoda wird sich das auch selber verdienen können. Blaues Feuer des Ziehens ein bisschen verbessern. Das sollten wir hinbekommen. Sehr gut. Wir haben kaum Leben verloren. Deswegen würde ich mit euch gerne direkt in den nächsten Kampf reingehen. Ich weiß, wir müssen gleich noch nach Gorsell und vor allem auch die Kultisten in Kislev einsetzen. Hier haben wir sie. Aber das machen wir gleich, denn wir haben jetzt immer noch fast volles Leben. Hier fehlt eine Figur, hier eine, da drei, da eine, da eine. Vollkommen irrelevant. Wir holen uns jetzt obendrauf auch noch die Aufgabenschlacht. Wir holen uns jetzt auch noch den Stab des Schwindlers. Gewinnt die folgende Schlacht mit der Armee von der Wechselbalg. Der Stab des Schwindlers und der Wechselbalg zieht mit seinen zahlreichen Fingern immer mehrere Fäden gleichzeitig und eine seiner Intrigen trägt nun endlich saftige Früchte. Die Bewohner der alten Welt interessieren sich für den Stab des Schwindlers nur wegen seines Goldwertes und daher liegt dieses uralte Artefakt des Zinsch in der Kammer der Zwergenhändler von Karak Asgaras. Da gehen wir hin. Natürlich nicht zu Fuß, sondern teleportieren uns dorthin und holen uns unseren Stab zurück. Pyrrhus-Sieg wird uns vorausgesagt. Klar, wir haben es mit den Zwergen zu tun. Die sind immun gegen oder resistent gegen Magie, nicht immun. Aber wir haben auch gute Einheiten, um die fliegenden Einheiten, um die Artillerie zu binden und um durch die sehr, sehr robusten Feinde durchzubrechen, zum Beispiel mit dem Mutalit Wandelbestien. Uns wird nur ein Pyrrhus-Sieg vorhergesagt. Aufgabenschlachten sind immer unvorhersehbar. Könnte also deutlich schlimmer werden. Aber ich muss sagen, ich habe ein gutes Gefühl, da wir eine sehr gute Mannschaft haben. Wir bekommen ja sogar noch imperiale Kaufleute als Verstärkung dazu. Der Wechselbalg hat die Gier der Menschen und Zwerge ausgenutzt und mühelos zwei Gruppen von Kaufleuten gegeneinander ausgespielt und bis aufs Blut gereizt. Einfach, weil er es kann. Es lief sogar noch besser, als er gedacht hätte. Nicht nur die Zwerge bereiten sich in Karak Asgaras auf einen bewaffneten Konflikt vor, sondern auch schwer bewaffnete Händler der Menschenreiche. In einem Moment verspielter Unachtsamkeit hat der Wechselbalg Zwergenboten geschickt. Was ist ein sterbliches Leben wert? Ohne ein wenig Chaos. Nicht viel, würde ich sagen. Lass die Davi denken, dass sie eine Chance hätten. Selbst wenn sie lange genug leben, wird sie die Wahrheit nicht vor dem Tod retten. Da stehen die kurzbeinigen, naiven Kerlchen. Er nimmt von den einen und gibt es den anderen. Der Zwergenstolz macht sie zu leichter Beute.
Und Männer. So geblendet von ihrer Gier, dass sie es nicht mal kümmert, dass sie in den Reihen von Tsinchs Armeen kämpfen. Wie schade, dass die anderen nicht mit uns spielen wollen. Sollten sie die Wahrheit erfahren, dann kommen sie vielleicht heraus. Mal sehen, ob sie die Wahrheit erfahren werden, wenn Karl Franz Hüß persönlich jetzt aufmarschiert. Mein Stab war das Zuckerbrot und ich bin die Peitsche. Lasset die Spiele beginnen. Und die Spiele werden relativ schnell zu Ende sein, denke ich mal. Denn wir können uns hier sehr einfach aufstellen. Wir werden hier die Hilibardiere in die Mitte reinziehen, weil die ein bisschen stärker sind gegen die Zwerge. Und die Zwerge keine monströsen Einheiten haben, die uns hier auseinandernehmen könnten. Dann haben wir hier noch die aufstrebenden Champions. Die kommen nach vorne, die kommen mit rein, damit sie hier auch ordentlich ihren Moralbonus geben können. Die Fernkämpfer kommen dahinter. Spielen nicht die größte Rolle in diesem Kampf, aber der magische Schaden regelt natürlich ein bisschen. Dann haben wir hier die Mutterlied-Wandelbestien. Ganz wichtig, dass die hier breit reinkommen. Wir haben wahrscheinlich ein paar Slayer dabei. Dann stellen wir die doch mal ein bisschen mittiger auf. Und dann hier die erhabenen Feuerdämonen stehen an die Seiten. Die müssen dann auf die Slayer raufgehen, weil die natürlich gefährlich werden für unsere Mutterlied-Wandelbestien. Der Dampfpanzer kann hier hinten stehen bleiben. Das hier ist unsere Steuergruppe 1. Der Dampfpanzer ist Steuergruppe 2. Und die Ritter des Untergangs sind Steuergruppe 3. Wechselbalk ist mit Steuergruppe 1. Wir starten das Gefecht. Und Steuergruppe 1 greift an. Steuergruppe 1 greift an. Hier haben wir Slayer und Riesenslayer. Die wollen wir hier am besten einmal kurz bombardieren. Vielleicht sogar mit ein paar Fernkämpfern. Das ist ja ideal. Großartig. Sehr schön. Gehen hier nicht runter, weil die Gefahr ein bisschen zu groß ist. Du holst dir mal den Riesenslayer hier. Du holst dir Riesenslayer da. Und du holst dir hier die Ranger. Du schaust einmal ganz kurz, ob du hier einen schönen Zauber reinbekommst. Jawohl. Bisschen Friendly Fire, aber das sind ja nicht wirklich unsere Verbündeten. Hier nochmal das oben drauf. Und dann können wir uns nämlich auch in Karl Franz verwandeln. Sehr schön. Und dann hier auf Brogunison. Der Boot ist unserer Falle entkommen. Ritter des Untergangs, wir brauchen euch. Wir brauchen euch hier drüben. Das sollte passen. Ihr seid jetzt mal Steuergruppe 2. Kümmert euch auch mal darum. Ritter des Untergangs. Ihr verfolgt die mal bitte. Sehr schön. Und da sieht alles gut aus. Karl Franz, du darfst auch gerne mitmachen. Brauchst du nicht nur rumstehen, darfst auch ein bisschen Spaß haben. Darfst auch ein ganz kleines bisschen Spaß haben. Die haben wir rausgechased. Dann können wir hier auf den Booten gehen, den wir gerade nicht mehr hier rausbekommen haben, leider. Müssen wir den töten? Ich hoffe nicht. Was steht denn da? Töte den Booten. Ist es sonst vorbei? Könnte sein. Ah, okay, jetzt entdeckt der Feind die List. Okay, dann werden wahrscheinlich noch ein paar Feinde kommen, aber das wollen wir ja. Das war ja unser Plan.
Das war ja die... das war ja gewollt. Und so. Jetzt kommen noch kathayanische Einheiten dazu. Aber das kriegen wir alles hin. Okay, das heißt, wir hätten diese Verstärkung aufhalten können. Habe ich zu spät gemerkt, tatsächlich. Also, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Viele feindliche fliegende Einheiten. Diese Gyrocopter will ich eigentlich nicht als Feind haben. Da gehen wir rauf. Karl Franz, versucht mal hier in die Bindung reinzugehen. Denn der erhabene Feuerdämon hat jetzt nicht ganz so viel zu lachen. Oder wir gehen hiermit mal rein, damit der Feuerdämon hier mal rauskommt. Unterlied Wandelbestie geht hier rüber. Die ist hier ganz richtig drin. Dieser Feuerdämon versucht sich immer ein bisschen zu akklimatisieren. Der Gyrocopter hier wird angegriffen. Und ihr versucht, die mal hier gefangen zu nehmen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Karl Franz, du musst hier drüben hin. Allgemein Steuergruppe 1. Kümmert euch hier einfach mal um den Hauptteil. Und Steuergruppe 2 kümmert sich hier um die Gyrocopter. Das sollte okay sein. Und die Ritter des Untergangs um die Streitwegen hier. Um die Kriegswegen. Tut natürlich weh, muss man sagen. Aber da sind natürlich auch hier die Gyrocopter dran schuld. Die können wir nämlich jetzt auch einmal mitnehmen. Und zwar welche ohne Schwefelkanonen, trotzdem tun die weh. Trotzdem tun die weh. Aber wir haben natürlich auch die Fernkämpfer, die hier auch ein bisschen unterstützen. Okay, jetzt gehen wir hier rauf, auf den. Den sollten wir wegbekommen. Die fahrenden Ritter bekommen auch nochmal was mit dem Dampfpanzer zu tun. Hier gehen wir auch auf diesen Gyrocopter. Vielleicht kann der Dampfpanzer den hier runterschießen. Da gehen wir mit den Fernkämpfern rauf. Das sollte passen. Hier die Nahkampffront ist gar kein Problem. Die ist gar kein Problem. Das sieht alles gut aus. Das sieht alles gut aus. Haben hier natürlich auch die Fernkämpfer gut rausretten können. Hat gut geklappt. Hier ist der Dampfpanzer. Geht mal auf den Kriegswagen rauf. Wo sind die Ritter des Untergangs? Hier hinten haben die Feinde rausgejagt. Können wir auf die Ritter des Imperiums gehen. Der Dampfpanzer sollte diesen Kampf hier gewinnen. Das tut er auch. Das sieht alles gut soweit aus. Gucken hier unten nochmal nach. Geht's allen Leuten gut? Ja. Und das war ein knapper Sieg. Kein Pyrrhus-Sieg, wie vorausgesagt. Und das, obwohl wir den Boden nicht abfangen konnten. Wir haben verloren 22 Mann. Ich glaube, damit können wir durchaus leben. Der Feind hat verloren 1700, so über den Daumen gepeilt. 1700 zu 22, ich glaube, das ist okay. Die imperialen Kaufleute sind alle gestorben, weil sie sich am Ende gegen uns gestellt haben. Weil unsere List aufgeflogen ist. Umso besser. So haben wir einen klaren Cut und niemand kann davon berichten. Die Berichte werden so sein, wie wir uns sie wünschen. 240 Tote durch diese Mutterliedwande Bestie. Sehr, sehr mächtig. Die hauen natürlich gerade gegen die Zwerge ordentlich rein. Ritter des Untergangs auch wieder gut dabei gewesen. Hier haben wir die erhabenen Feuerdämonen. Da hat einer zumindest ganz gut reingehauen. Dampfpanzer hat mir auch gut gefallen, nur 14 Mann getötet hat, aber natürlich auch gegen besondere Einheiten gekämpft. Und Karl Franz, ja, ist nicht mein liebster Kommandant. Der wird bald wieder ausgetauscht, aber es ist jetzt irgendwie nochmal ganz cool gewesen, mit ihm reinzugehen. Der wird sicherlich ausgetauscht gegen, schauen wir mal, vielleicht wieder Vlad. Vlad mag ich halt wirklich sehr gerne. Ich denke, den werden wir ein paar Mal sehen. 1700 Gunst nehmen wir mit. Wir brauchen zwar nicht unbedingt, nehmen wir aber sehr gerne mit. Und das hat geklappt. Sehr schön. Stab des Schwindlers bekommen. Energiereservekapazität der Winde der Magie plus 10. Minimale Energiereserve. Plus 20. Zielskorruption, wo wir uns befinden, plus 4. Fähigkeit täuschende Schatten. Und dadurch können wir nämlich jetzt Ebenbilder von uns erzeugen auf dem Schlachtfeld. Die so aussehen wie wir.
Das könnte sehr mächtig werden. Dann gehen wir hier auf die Flammen des Wandels rauf, nachdem wir das blaue Feuer des Ziehens schon ein bisschen verbessert haben. Und dann bekommen nämlich alle Verbündeten Schadensresistenz, also 11% Schadensresistenz für 9 Sekunden, wenn wir zaubern. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Und wir sind immer noch mit unserer Armee komplett voll geheilt. Das ist richtig cool. Wir machen uns auf den Weg Richtung Gorsel. Und da können wir gerne nochmal eine Teleportation machen. Nee, können wir gerade nicht. Wenn wir in Gewaltmarsch gehen, können wir hier auf den Fluss rauf. Okay, dann fahren wir den Fluss runter. Denn nach Gorsel müssen wir für die blauen Gelehrten. Wenn wir gerade eh hier sind, wäre es blöd, wenn wir das nicht mitnehmen. Das hier müssen wir niederreißen. Für 2400 Gunst ist jetzt wirklich nicht das, was wir unbedingt machen sollten. Denn, seien wir mal ehrlich, es lohnt sich nicht wirklich. Lohnt sich nicht wirklich. Und Echo Tailbrass kommt dann, wenn wir mit Yoda unterwegs sind. Das heißt, die blauen Gelehrten kommen dann, ziehen sich dann hier rüber. Yoda wird aufgestellt. In den nächsten Folgen auf jeden Fall. Bekommt dann auch Echo Tailbrass. Echo Tailbrass wird dann früher oder später durchs Portal gehen und sich dann dem Wechselbike anschließen. Und dann werden wir nicht nur hier das Imperium abgeschlossen haben, sondern auch früher oder später Kislev und natürlich auch das Großkaiserreich Kathay. Sehr, sehr schön. Dann gucken wir hier oben nochmal ganz kurz nach den Kultisten. Beziehungsweise müssen wir uns einmal kurz die Pläne in Kislev anschauen, damit wir die richtig einsetzen. Also, erhöht die Zin-Korruption am Monolithen des Borkil mit den blutigen Händen auf 75. Ja, das ist ja schon mal einfach zu machen. Ja, also hier muss jemand hin. Schauen wir mal ganz kurz, wo unsere Leute denn sind. Hier ist einer. Das ist der zweite. Und Ralf Becker ist der dritte. Ralf Becker, du läufst hier hin und sagst, du haust hier mal einen parasitären Schwindlerkult rein. Hier müssen wir die Korruption erhöhen. Das machen wir, glaube ich, über den Schwindlerkult. Im besten Fall klappt das. Dann haben wir Plan Nummer 1 schon mal angegangen. Was haben wir noch in Kislev? Wir haben noch den großen Plan. Das lesen wir uns durch, wenn wir am Ende uns, ja, also das lesen wir uns am Ende durch, bekommen dann eine globale Rekrutierungskapazität plus 1 plus eine lokale Rekrutierungskapazität plus 1, das ist sehr schön. Dann haben wir hier noch rituellen Kampf, das finde ich nicht ganz interessant. Rüstung plus 10 für alle Armeen ist natürlich ganz nett, aber 12 Schlachten, das fühlt sich nicht nach Täuschen an, sondern so ein bisschen gezwungen, das machen wir mal nicht. Raubt die Höllengrube aus oder richtet eine plündernde Armee? Und dann plündern wir Lambor-Materialien. Eine einzigartige Rüstung. Plus 20 Rüstung, 10% physische Resistenz, 5% Rettungszaubern. Und wir erhalten die Form von Gorridge. Das ist ja cool. Die Höllengrube. Wolfram Ludenhof. Parasitären Schwindlerkult. Und dann wären wir sogar schon durch. Das heißt, Yoda müsste gar nicht höchstpersönlich hier hin. Der könnte sogar in eine andere Region reingehen, wenn er Lust hätte. Was haben wir hier noch? Reißt die folgende Anzahl Siedlung nieder oder raubt sie aus? Wartet mal, das passt nicht. Ich wollte gerade sagen, Schwarze Pyramide, Kasabar. Das sind Orte, die zu den Südlanden gehören. Diesterland und Südlande, genau. Was haben wir noch? Infiltriert die drei Siedlungen Kislev, Ehrengrad und Prag. Und dann bekommen wir Zarina Katharina, Kostatin und Mutter aus Tankia. Oh, das ist ja cool. Ja, also hier wären wir schon bei Ehrengrad.
könnten wir aber über Burg von Rauken schon bekommen. Prag haben wir drüben, Kislev haben wir hier. Holen wir uns doch mal Kislev. Wobei, Kislev könnten wir auch über Zavastra bekommen. Wir holen uns Prag. Denn in Prag können wir auch das Gebäude bauen, das es überspringen kann. Dann kann es auf Kislev überspringen, von zwei Seiten. Ehrengrad kann es so oder so auch überspringen. Ja, das ist ein guter Plan. Das heißt, Yoda müsste gar nicht nach Kislev. Yoda, wo kommst du denn dann hin? Kislev kriegen wir so hin. Einfach nur über unsere List. Die Sache ist, wir haben ja kein anderes Technologiefenster gerade offen. Was ist denn noch nah dran? Großkaiserreich Kathay, da geht der Wechselbalk hin. Bretonia und Ethelloran. Das würde funktionieren. Oder halt die Düsterlande. Ah, Düsterlande ist halt echt ein weiter Weg. Das ist halt echt ein weiter Weg. Da ist halt Bretonia und Ethelloran deutlich näher dran. Deutlich, deutlich näher. Vielleicht gehen wir da dann hin. Das machen wir dann, wenn wir ihn ausbilden. Wir haben natürlich jetzt auch viele Gebäude gebaut, die Geld kosten. Und das merken wir gerade auch. Ich glaube, das sollten wir so lassen, wie es ist. Also da brauchen wir nicht weiter in Gebäude rein investieren, die uns auch Geld kosten. Wir sehen ja, dass es durchaus Gebäude gibt, die uns auch Unterhalt kosten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber unterm Strich sollte das passen. Komm, dann brechen wir das hier nochmal ab. In Eichenhammer bauen wir den Hof des Flüsterns noch rein. Hier bauen wir auch gerade den Hof des Flüsterns. Der kostet uns ja auch nichts pro Runde, von daher passt das eigentlich. Hier haben wir kein Gebäude, was uns Einkommen bringt. Dann reißen wir das hier ab. Dann bauen wir dann einkommensbringendes Gebäude rein. Diese Gebäude kosten halt auch Unterhalt, dass sich das weiter verbreiten kann. Das heißt, die können wir später auch abreißen, wenn wir ganz gut unterwegs sind. Das ist jetzt erstmal überall reingebaut, ich finde das auch gut. Aber die sollten wir später dann auch wieder abreißen, wenn wir es nicht mehr brauchen sollten. Sieht aber soweit alles gut aus, wie ich das hier sehe. Die Gebäude, die wir haben. Ja, hier können wir nochmal sagen, komm, wir verringern nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass wir entdeckt werden. Können wir auch hier gerne nochmal machen. Sehr schön. Hier können wir es auch noch ausbauen. Hier auch nochmal reingehen. Hier nochmal reingehen. Und dann sieht das alles ziemlich gut aus. Gefällt mir. Wir haben eine gute Basis geschaffen. 2689 haben wir noch obendrauf. Das sollte reichen. Und sind hier natürlich auch gut dabei zu expandieren. Hier wäre es natürlich wichtig, dass wir expandieren Richtung Ehrengrad. Deswegen erhöhen wir hier die Wahrscheinlichkeit. Bei Zavastra auch. Denn wir wollen Kislev holen. Damit das hier auch früher oder später von alleine funktioniert. Also Kislev ist jetzt eine Sache, da müssen wir nichts machen. Also hier bauen wir dann eine Plünderhalle rein. Hier drüben ein Gebäude, was Zinskorruption bringt. Und dann muss noch Ehrengrad und Kislev. Da muss es noch überspringen. Das kriegen wir aber hin. Über Zeit. Da werden wir jetzt nichts persönlich machen. Ich denke mal, Yoda wird dann nach Bretonia und Ethelloran. Wir könnten tatsächlich noch einen weiteren Riss öffnen. Das heißt, er muss da gar nicht hin. Das heißt, sobald Yoda da ist,
suchen wir uns den Plan raus, der uns am meisten gefällt. Also Kathay ist schon mal klar. Ihr meintet auch, wir sollten mal die Ländereien besuchen, wo wir die anderen Kampagnen hatten. Da würde sich natürlich hier die Südlande mit Manfred sehr gut anbieten. Das könnten wir machen. Ja, da ist Nummer 1 sehr einfach zu bekommen. Da müssen wir einfach nur eine Siedlung infiltrieren. Skarbrand einmal bekämpfen, das sollte auch in Ordnung sein. Und mit den Orakeln des Zinsch ein Bündnis kreieren. Oder hier 3 Siedlungen niederreißen. Ja, das sollten wir sogar hinbekommen. Ich glaube, da gehen wir hin mit Yoda. Ethelloran und Bretonia war jetzt quasi nur die Lösung, weil wir sonst nirgendwo hinkommen und Kislev sich von alleine abfrühstückt. Aber dann können wir mit ihm tatsächlich in die Südlande. Das macht Yoda. Und der Wechselball geht nach Kathay. Kathay wird auch eine größere Angelegenheit. Wir haben einen Plan. Wir haben einen Plan, gehen nochmal eine Runde weiter, damit hier auch alles abgespeichert wird. Und dann geht es nächstes Mal schon mit den nächsten Plänen weiter. Der große Plan vom Imperium wurde geschmiedet. Wir haben unseren Stab zurück. Eckhart Hellbrass ist so gut wie da, genauso wie die blauen Gelehrten. Und der große Plan von Kislev, von Kathay und von den Südlanden wird bereits geschmiedet. Wenn das nicht cool ist, dann fress ich die Schnurrbarthaare von Boris Wüterich. Ein Schwindlerkult wurde entdeckt, und zwar in Schwarzhafen von Stirland. Das ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Wir haben hier natürlich ein einkommensbringendes Gebäude drin. Hier ist natürlich das leider zu spät gekommen, das Gebäude, was hier die Entdeckungswahrscheinlichkeit senkt. Aber ja, so wichtig ist das hier nicht. So wichtig ist das nicht. Wenn das hier zerstört wird, dann verlieren wir 350 Einkommen. Das ist natürlich ärgerlich. Aber das wäre alles. Von daher, wenn es passiert, passiert es. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es hier wieder rüberspringen kann, ist ja auch gegeben. Von daher können wir damit leben. Das sollte kein Problem sein. Sehr, sehr cool. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Nächstes Mal können wir sogar eine neue Technologie einführen. War wieder eine richtig coole Folge und jetzt nimmt es so richtig Fahrt auf. Jetzt geht es los mit den anderen großen Plänen.